Wenn Sie einen Frosch in heißes Wasser werfen, wenn Sie einen Frosch in heißes Wasser werfen, wenn Sie einen Frosch in heißes Wasser werfen, dann hüpft er sofort herauf. Wenn Sie einen Frosch in kaltes Wasser setzen und dann langsam die Temperatur erhöhen. Wenn Sie einen Frosch in kaltes Wasser setzen, wird er zuerst nichts merken, nur nichts machen. Und wenn er etwas merkt, und wenn er etwas merkt, und wenn er etwas merkt, dann ist es zu spät für den Frosch. Wenn Sie einen Frosch in heißes Wasser werfen, wenn Sie einen Frosch in heißes Wasser werfen, dann hüpft er sofort herauf. Wenn Sie einen Frosch in kaltes Wasser setzen und dann langsam die Temperatur erhöhen. Wenn Sie einen Frosch in kaltes Wasser setzen, wird er zuerst nichts merken, nur nichts machen. Und wenn er etwas merkt, dann ist es zu spät. So viel zum netten Herrn Russland.